Da bin ich jetzt gespannt. Oh yeah. Ja, darfst du endlich mal wieder fahren. Einmal fahren. Ich kann das auch mal hier raushauen. Die Verschleißteile grüßen dich, ne? Hab ich dich vermisst, Mann. Willkommen bei Kfz Fuzzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Die restlichen Sachen von den ML haben wir lackiert. Ich habe ehrlich noch nicht geschaut. Wir schauen einfach zusammen. Ich warte jetzt kurz auf meinen Bruder. Ach, meine Dame, der ist irgendwo hier. So, sieht das Auto aus. Da sind die Sachen. Boah, im Display ist es voll hell. Aber ich sehe gar nichts. Dann gehen wir gleich rein und dann schauen wir uns das an. So sieht der schon mal gut aus. Licht haben wir noch nicht an. Da bin ich jetzt gespannt. Oh yeah! Ja, aber das ist genau die gleiche Farbe. Also das hat uns echt erschrocken gestern, ja? Ich habe das gelernt. Ein bisschen. Brauchen wir die Stoßstange eben ein? Ja. Aufpassen habe. So muss das sein. Ist das auch der hierfür? Der ist hierfür, ja. War schon. Jetzt sieht der wieder aus wie ein AMG hier. So, Stoßstange ist auch drauf. Die muss ich nur einstellen. Schön geklebt. Hinten haben wir auch fixiert. Sieht auf jeden Fall geil aus. Wo ist die Beule hin? Verbreiterung ist drauf, Beule ist weg, Stoßstange ist drauf, Grill war wieso drauf, Scheinwerfer habe ich drauf gemacht, hier brauche ich nochmal Kleber, habe ich jetzt nicht gefunden, keiner war da. Ja, wie gesagt, die Stoßstange hinten gefällt mir nicht, da müssen wir mal schauen. Das werden wir auf jeden Fall irgendwann neu machen. Ja, hier, das war das erste, was wir gemacht haben, hier muss ich noch erstmal schön sauber machen, hier haben wir echt ein bisschen, ja, da haben wir ein bisschen verkackt, so auf Deutsch. Also Schlösser, Seitenschweller, Scheinwerfer. Und dann kann ich den eigentlich schon mit nach Hause nehmen. Problem auf jeden Fall, erstmal das hier. Das geht gar nicht, der geht nicht zu. Schloss kaputt, gucken wir. Dann muss ich noch die ganzen Schrauben hier festmachen. Scheinwerfer werde ich heute auf jeden Fall zurecht basteln. Dann kann ich den Wagen mitnehmen. Also ich warte jetzt auf Aydan, Aydan kommt gleich. Das Auto sieht so geil aus. Ich freue mich schon gleich, wenn er draußen ist. Wenn wir den jetzt fertig machen. Und dann rausfahren. So, wir sind endlich fertig. Den Scheinwerfer habe ich wieder ein bisschen provisorisch wieder festgemacht. Bisschen mit Platten und so weiter. Schrauben sind drauf, festgezogen nochmal. Einzige Problem, was wir haben, Schloss hier ging nicht auf. Dann habe ich einmal hier komplett auseinandergenommen, habe den Schloss hier wieder repariert, gängig gemacht, besser gesagt. Hinten habe ich den auch einmal gängig gemacht. Geht ja auch schön zu, auf und zu. Ja, wir sind eigentlich fertig. Hier ist natürlich nicht schön geworden. Hier haben wir auch das gleiche Problem. Habe ich auch wieder einmal gemacht. Sie sauber machen müssen wir natürlich. So, hallo. Hallo. Zeig mal her den LL. Aydan, wie geht's dir? Gut, danke. Und selbst? Auch gut. Die Farbe jetzt mal in live zu sehen. Ja, ist jetzt staubig geworden natürlich. Ja, klar. Also, du hast es ja sowieso jetzt ganze Zeit in Videos nur gesehen. Auf den Videos habe ich es nur gesehen, aber jetzt mal so. Also wie sieht der jetzt? Ganz anders so, ja. Sehe ich, als auch in dem Video. Vor allem hier diese Hochglanz. Hochglanz war eine gute Idee. Sehr schön. Und auch mit den Spiegeln finde ich echt, ja, super. Ich habe sogar schon überlegt, ob man gleich diese seitlichen. Die seitlichen habe ich jetzt dran gemacht, die sind noch mit der alten Folie drauf. Ja, die vielleicht auch lackieren sollte. Ja. In Hochglanzschwarz auch. Also. Ja, wenn wir sehen. Ich muss echt sagen, die Felgen sehen richtig schick aus. Ne? Wenn man jetzt auch davor steht, ist es das Ganze. Also ich muss sagen, richtig hübsch. Ja. Die Farbe steht dem echt super, die Konturen kommen richtig zur Geltung. Der sieht richtig bullig aus, wenn man das so sagen kann. Ne? Ja, also bist du eigentlich schon fast fertig. Ein paar Kleinigkeiten, aber hier. Ich freue mich dann jetzt gleich zu starten. Ja, darfst du endlich mal wieder fahren. Einmal damit. Fahren. Ich kann das auch mal hier raushauen. Die Verschleißteile grüßen dich, ne? Ja, wir bauen die ein, habe ich gehört. Ja, du baust die ein. Ich? Nein. Ja, du doch. Bist ja mein Maestro hier. Du machst das schon. Ich werde meinen Kaffee trinken. Genau.
Jetzt musst du einmal da drauf drücken. Aber bitte nicht auf den Lack. Ja, ist ja gut. Hier einmal drauf drücken. Da. Hier, Power, Boost? Ja. 50%. Gedrückt halten. Nein, gedrückt halten. Mhm. So, jetzt kann ich den Start. Oh ja. Ihr glaubt es gar nicht, wie ich das vermisst habe gerade. Mit diesem Auto zu fahren. Ihr glaubt es gar nicht. Habe ich das vermisst? Oh mein Gott! Ah, das kann ich euch gar nicht sagen. Also hört ihr diesen Sound? Geil. Hab ich dich vermisst, Mann. So, wir haben es endlich geschafft. Ich habe den Wagen jetzt abgeholt von AC. Also wir werden ein paar Sachen noch zusammen entscheiden, was wir vorhaben. Ich will euch jetzt nicht lange in die Folge schauen. Ihr könnt den Wagen jetzt erst einmal von außen anschauen. Und dann sagt mir ganz ehrlich eure Meinung, was ihr dazu sagt. Wie ist es geworden? Wie passt die Farbe? Und wenn es euch gefallen hat, natürlich ein Like. So, ist schon. Sehe ich schon. Ja, die halten. Da muss ich leider kleben. Hier muss ich zwei Schrauben reinjagen, weil die Schrauben sind reingefallen. Wenn man den Spoiler noch unten reinmacht, soll ich sie schwarz glänzend machen, weil das hat was. Hier mal Ahmed haben loben, weil ihr seht das nicht, aber das Auto ist komplett mit Staub voll. Ihr müsst euch ja vorstellen, lest die mal sauber und guck mal, wie geil der aussieht. Also ich selber bin hammerzufrieden. Der Wagen sieht so aus, als hätte man den so bestellt. Wenn ich die beiden Sachen noch hier kriege, und hier habe ich ja noch nicht zusammengebaut, hier fehlt dir auch mal eine schwarze Leiste. Die Auspuffrohre, die passen. Mit diesem schwarzen Felgen, mit dieser Verbreiterung, sieht das geil aus. Und wenn die Spoiler noch dran kommen, bin ich mir sicher, dann wird der noch mal ein Stück geiler. Ja, dann wird der wieder auch ganz anders aussehen. Und die Felgen, die müssen wir noch verbreitern, ne? Also die müssen wir ein bisschen breiter draußen. Ich könnte mir den jetzt stundenlang anschauen, aber weißt du, was das Geilste immer noch ist? Die Fahrt ist geil. Es macht einfach nur Spaß, den zu fahren. Unglaublich, unglaublich. Das habe ich sowas von vermisst. Ich gucke mir den da ganze Zeit an. Der ist so geil. Ah. Dieser ML ist jetzt für mich ehrlich einzigartig geworden. Definitiv. Darf ich sagen? Guckt euch das an. Guck mal, von hier sieht man die Verbreiterung noch krasser. Jetzt stellen wir mal vor, wie schön tief der wirkt. Ne? Und mit den Reifen lässt er sich jetzt richtig geil fahren. Ist ja klar, neue Reifen, aber man merkt die ausgeschlagenen Teile. Und apropos ausgeschlagene Teile, die ganzen Teile wird natürlich Aidan im nächsten Video auf jeden Fall erneuern. Aidan wird das auf jeden Fall machen, nicht ich. Ich werde dabei sein, ich werde vielleicht den Wagen sauber machen. Ich werde mir anschauen, wie das Aidan macht. Die Wasserpumpe werde ich selber machen, ansonsten wird alles Aidan machen. Ich werde es dir zeigen, Bremsen und so. Dann werden wir die Bremsen noch lackieren. Ich freue mich jetzt schon auf die Kommentare, was kommt, was ihr dazu sagen wird. Ja, ich weiß es nicht. Also mir fehlen echt die Worte. Und das soll was heißen. Ah, lass die 2000 Likes hier einmal brechen. Für die geile Farbe, für Ahmed Ham, für ACG Bochum. Ne? Einfach den Like-Button einmal demolieren. Man merkt das natürlich, dass wir langsam ans Ende kommen. Warum? Weil ich einfach müde bin. Ehrlich, ich bin müde, ich brauche meinen Urlaub und ich freue mich auch damit, in den Urlaub zu fahren. Hammergeil geworden, finde ich. Ne, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, wie die Farbe aussieht. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Kraftzitfuzzi. Bis dann, haut rein. Ciao.